Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hard Edge. Heute am 16. November um 8.46 Uhr am Morgen. Und mein Controller will nicht, oder? Doch, mein Controller will. Ja, in der letzten Folge, die leider schon 11 Tage her ist, haben wir mit einer Batterie jongliert, um dann letzten Endes in neue Gefilde kommen zu können. Und es ist schon wieder passiert. Ich habe schon wieder so lange Pause gemacht. Aber ich war wieder mal nicht faul, sondern habe quasi während dieser Zeit fast das komplette Tekken-Let's Play gemacht. Also ich hatte da schon, glaube ich, 7 Folgen oder so und ich habe das Tekken Let's Play jetzt beendet, also 34 Folgen oder so geht das Tekken 3 Let's Play, und da habe ich wieder mal über Gott und die Welt geredet, ja, was ich von Donald Trump halte, also was ich davon halte, dass er Präsident ist. Ich habe wieder über asoziale Menschen und so geredet, und falls euch das interessiert, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Also das ist ein schönes Off-Topic-Let's Play, und ich wollte dieses Let's Play halt nicht damit verhunzen, ja. Das wäre jetzt echt irgendwie ein bisschen behindert gekommen, wenn ich jetzt hier irgendwie 8 Stunden lang gelaufen wäre und über Donald... Ich sage irgendwie immer Donald Trump, ich weiß aber auch nicht warum. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit über Donald Trump und Co. geredet hätte, ne? Das wäre ein bisschen doof, weil ich wollte das Let's Play nicht vermiesen, ja. Also das Spiel macht mir wirklich megamäßig Spaß, aber ich hatte halt Lust, über Gott und die Welt zu reden, deswegen habe ich was anderes gemacht. Sound habe ich wieder mal hochgestellt, diesmal auf 22%. Ich hoffe, das passt jetzt langsam. Das gefällt mir halt noch nicht hundertprozentig. Hang on! Professor Howard's back there. Quick! You've got to save him! Right! Interessanterweise weiß ich noch, dass es bei diesem einen Schrank Kratzspuren gab. Ja, also ich bin echt begeistert, dass ich das nicht vergessen habe. Also für den Fall der Fälle weiß ich, dass es da irgendwo noch Kratzspuren gab. Aber abgesehen davon habe ich schon wieder alles vergessen. Wir müssen uns beeilen, um zu Professor Howard zu kommen. Ja, diese Texte wieder. Habe jetzt schon wieder spontan... Moment, da kam ich doch hier... Da habe ich doch spontan wieder überhaupt gar keinen Bock drauf auf die Texte. Nee, Moment, da kam ich hier. What the fuck? Okay, da geht's schon wieder los, diese Orientierung. Ja, ach so, ja, das ist halt dieselbe Treppe da hinten, deswegen, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, auch wegen der Zwischensequenz und so. Na gut, gehen wir halt hier runter, also für den Fall, dass jetzt irgendwie ein Gegner kommt oder so, wüsste ich jetzt nicht, wie ich angreifen kann. Konnte ich nicht mal irgendwie zielen? Wahrscheinlich kann ich das nicht machen, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Ich glaube, es war R1 oder so. Okay, Professor Howard, der Vater von der Ollen oder so, ne? Der hat die ja irgendwie gerettet, da war ja was. Okay, erstmal wieder alles anlabern, hier mal anquatschen. Oh, Zwischensequenz, anscheinend. Das ist Professor Howard, oder was? That must be Professor Howard. I've got to save him. Der Typ sah ja verdächtig aus wie wir. Wir wurden bestimmt geklont. Also er hat ja dieselbe Frisur. Ja. Der typische Typ mit den dicken Muskis. Was sind denn Muskis? Muskeln. Und keine Ahnung von Technik, wollte ich sagen. Muskis? Was sind denn Muskis? What the fuck? Wieso, vor allem, habt ihr das gerade gesehen? Wieso hatte der... Konnte ich mich gerade nicht bewegen, das war komisch. Okay, ich gucke hier mal noch so ein bisschen. Da liegen ganz schön viele Sachen rum, aber die nützen kaum was. Da liegen ganz schön viele Sachen rum, aber die nützen kaum was. Okay. Na gut. Gut, dann ist das jetzt vielleicht ein Endgänger. Ich habe übrigens dann, wie ihr gesehen habt, nicht mehr gespeichert, sondern ich habe da einfach ein Save-State gesetzt. Aber sollte ich verrecken, werde ich natürlich den Spielstand benutzen. Also werde ich das Spiel nochmal laden. Oh Gott, ist das dein... Kann ich nicht einfach durchrennen? Jetzt mal ganz... Oh shit, nein, kann ich nicht! Kann ich nicht! Das ist nämlich... Ich kann nicht über zwei Minen laufen, oder was? Okay, Moment, was?
Wow, der hat sogar einen Nahkampf. Also ich wollte mich jetzt eigentlich heilen. Okay. Die Frage ist wie. So, okay. Cool, Nahkampf hat er also auch. Das ist ja krass. Wieder eine Zwischensequenz. Daddy! That's far enough. Out of my way, or the pro gets it. You? Are you deaf or what? I said out of the way. That's right. Aha. The dock is mine. Now it's time for you to freeze to death. Dong. Look, coolant gas. The temperature's dropping fast. We've got to break through this shutter. Okay, ist das jetzt meine Aufgabe? Oh, ist das jetzt ein fucking Ernst? Es lässt sich leichter aufbrechen, als es aussieht. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance zu entwischen. Ah, okay. Ja, Moment. Alter, es ist sogar mega gut, dass ich jetzt noch zufällig herausgefunden habe, dass der einen Nahkampf hat, ne? Weil mit Schüssen konnte ich das ja nicht aufbrechen. Okay, ich hätte notfalls noch die Olle auswählen können, aber ich weiß ja nicht, ob das funktioniert hätte. Glück im Unglück. Michelle, can you hear me? They took Professor Howard off somewhere. I'm still checking things out here. I'll meet up with you as soon as I'm done. Ist das so? I'll try to find the professor. Watch out for them, okay? Roger. Würde das jetzt nicht so bestätigen, was sie gesagt hat. Ich muss mich noch umschauen. Ich war erst 300 Mal in diesem einen Raum. Now loading. Okay. Ist das dein Ernst? Ja, das ist. Es bleibt ja, wenn ich mich recht entsinne, bleibt ja nur noch der Raum mit den Kratzspuren, der ja, glaube ich, bei ihr war. Und der Raum hier. Und da es noch zu dunkel ist, werde ich dich direkt wieder verlassen, Alter. Weil ich kann offensichtlich nichts mit dir machen. Wieso hast du das getan? Ich will jetzt nicht mit dir... Moment, was? Burns? Rachel? Alex? Oh, ist das dein Ernst? Muss ich jetzt quasi den Professor suchen oder was? Ey, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock mit der zu spielen, ne? Also... nicht, weil ich sie jetzt nicht leiden kann oder so, sondern einfach, weil ich jetzt hier wieder alles vergessen habe und bla und Keks und blub und... Ach du Scheiße, okay. Ich würde jetzt spontan versuchen, ob der Fahrstuhl funktioniert, oder? Ja. Geht's direkt zu den Fahrstühlen, ihr könnt mich mal... Ich war doch schon überall... Habe ich? Nee, ich habe auch nichts Neues. Also, ich ist wahrscheinlich... Bin ich hier richtig? Ja. Wahrscheinlich guckt er jetzt hier einfach irgendwo rum oder so. Im besten Fall. Und dann kann ich ihn massakrieren. Da gehe ich jetzt da lang. Ja, wenn ich das Spiel minimal wieder... wenn ich jetzt noch Intos hätte, dann könnte ich mich hier wieder besser... Bla 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 und so. Tut mir leid, aber naja, ist auch egal. La 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 la. Ich meine, das Tekken 3 Let's Play ist gut, ja. Also von daher, wenn ich jetzt gar nichts aufgenommen hätte oder so, könnte man meckern. Aber hey, dieses Tekken 3 Let's Play ist super. Das ist so absurd. Das ist so absurd. Dass ich jetzt echt gezwungen bin, Mann. Okay, lass uns mal hier reingehen. Vielleicht hat er irgendwie neue Hinweise oder... mir irgendwas zu präsentieren, zu geben.
Du Trottel, du. Oh, ich stehe wieder nicht richtig. Mein Gott, so. Oh, it's you. Hey, you gave me a fright. Don't come and talk to me unless you got a good reason. Ja, sieht nicht so aus. Kann ich das abbrechen? Nee, auch nicht. Oh Gott. Vor allem diese Reaktion guckt mich 8 Stunden an. Ah, hast du mich erschreckt? Mann, ich will hier nicht wieder 8 Stunden lang rumwuseln, weil ich keine Ahnung habe. Aber Mine. Okay, das ist ja keine Tür. Lass uns mal wieder hier reingehen. Oh Gott, hier war ich ja auch schon. Das ist ja... Klar, ich war überall schon, aber... naja, vielleicht kann ich irgendwas machen. Sieht aus wie das Betriebspult von dem Stromversorgungsgesteuert. Bla bla bla. Tokusa. Wir haben ja eigentlich schon alles aktiviert, aber okay, Autodoor. Wir müssten es schaffen können, den Strom einschalten zu können, um die automatischen Türen zu öffnen. Was wir schon bereits getan haben, ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir die vielleicht später nochmal... Also das würde ich jetzt als Entwickler machen, dass man die später an- und ausstellen muss, um jemanden einsperren, in die Ecke treiben zu können. Aber naja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das wäre ja zu krass. Okay, dann gehe ich nochmal hier rein. Wo ja... Ah ja, hier... Nee, oder? Da hinten war ja auch noch irgendwas, wo ich irgendwie nicht durchgekommen bin. Vielleicht ist der, kommt der da jetzt raus oder so. Ja, diesmal habe ich ihn auf Anhieb gefunden. Ja, hier brauche ich halt irgendwie die Batterie oder so, ne? Benötigt Passkarte, um die Stahlstäbe hochzudrücken. Okay, das habe ich nicht. Unmöglich durchzukommen mit diesen Stahlstäben im Weg. Ich muss mir einen Ausweg überlegen. Ich muss schneller lesen lernen. Schneller scrollen lernen. Okay. Ohne Spaß, Leute. Ich weiß nicht, ob man das hört. Wahrscheinlich schon. Aber das kotzt mich gerade wirklich richtig an, dass ich jetzt hier wieder rumwuseln muss, Okay. Ich muss ja nur jeden Raum einmal finden. Dann müsste ich auf die Lösung kommen. Eigentlich. So, hier war ja ein Safe. War vom Safe, abgesehen vom Safe, noch irgendwas? Noch eine Tür oder so? Nee. Da gab's, glaube ich, irgendeine Karte oder so. Irgendwas Tolles war da drin. Der Typ ist verreckt. Und ist offensichtlich magnetisch geladen. So wie meine Schuhe. Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Das ist nur technische... Ja, ich wollte eigentlich, dass du den Schacht begutachtest, aber ja, hast ja keinen Bock drauf. Bückfunktion gibt es ja glücklicherweise nicht. Hier ist ja... Die Codekarte wird nicht mehr gebraucht. Ach ja, genau. Zum 100. Mal. Da habe ich etwas eingesetzt, damit die Tür da links aufgeht. Ja, okay. Raum... Wieder mal abgeschlossen. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Ich muss wirklich einfach nur die Orientierung bewahren. Und schätzungsweise irgendwas anklicken, was ich jetzt anklicken muss. Also ich gehe jetzt mal hier lang. Und schaue da rein. Bin dann... Hier war ich hier nicht schon. Ja. Okay, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und gehe den anderen Weg. Da war ich ja, glaube ich, gerade drin, ne?
Also gehe ich hier rein. Jenes sollte mich wieder an den Anfang bringen. Genau. Und hier kann ich natürlich spaßeshalber nochmal in den Ecken schauen. Aber das wird mir jetzt nichts bringen. Das wäre jetzt auch doof, wenn jetzt irgendwas funktionieren würde, was ich vorher schon 800 Mal angeklickt habe. Alter, diese Steuerung. Ich sollte vielleicht mal speichern, ne? Ja, ja. Hier. Ja, sicher ist sicher. Moment, hat er jetzt... Ja, hat er. In der Nähe der Nottreppe, welche ja gesprengt wurde. Ganz am Anfang. Die Treppe ist jetzt wohl unbrauchbar. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt vielleicht mal hier rein. Komme dann... Genau, da wollte ich hin. Das ist nämlich ein quasi eine Sackgasse. Sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt nochmal den Computer anreden. Vielleicht hat er jetzt irgendwie neue Infos oder so. Keine neuen Meldungen. Also ist der Zugriff nicht notwendig. Also ist das Ausführen des Satzes auch nicht notwendig eigentlich. Da sind ja halt auch noch PCs, aber ich glaube, da komme ich gar nicht ran. Okay. Oder täusche ich mich und ich kann schon mit Alex spielen und die wollen mich nur verarschen? Burns, wer auch immer Burns ist. Ja, es geht nicht. Ich dachte, er lädt, aber es geht nicht. Nee, nee. Okay, das heißt, ich gehe jetzt hier rein, ja? Ich bin auf einem guten Weg. Bis jetzt habe ich mich noch nicht so krass verlaufen. Doch, doch, das ist in Ordnung. Ich gehe jetzt hier rein. Und gehe hier entlang. Und öffne die Tür hier. Jene bringt mich zum Saal. Zu diesem Kreisverkehrraum. Welcher eigentlich, soweit ich weiß, keine Bewandtnis mehr hatte. Aber man kann ja nie wissen. Irgendwo muss der jetzt... Hallo? Alter. Irgendwo muss ja irgendwas sein. Nee, ich check's nicht. Hier ist nichts. Also sollte ich es am Ende... bis zum Ende dieser Folge nicht schaffen, gucke ich nach. Was ist das? Shit, ich habe noch eine knappe Minute. Weil das, ich weiß mir jetzt gerade nicht zu helfen. Von innen verriegelt. Das führt zu nichts, glaube ich. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Das ist zum Speichern. Ich weiß halt auch nicht, was sie sucht. Ich habe ja offensichtlich schon alles gemacht. Wie gesagt, hier gibt's wieder wahrscheinlich... Ja, dieses Monster habe ich mir gemerkt. Warte mal. Wie? Das wollte ich machen, genau. Ich kann das auch anvisieren. Okay, das Handy. Ups, das war ein bisschen doof. Stirb. So. Lässt du irgendwas fallen? Nö. Wie gesagt, hier war ja... Hatten die jetzt irgendwie mehr aus oder haben die schon immer so viel Terror gemacht? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber, warte mal. Okay. Sie hat also auch einen gewissen Nahkampf-Move, den ich jetzt auch endlich mal herausgefunden habe. Bam. Hat aber auch wieder nichts fallen gelassen. Gott, Bam. Hoffentlich haben die dann noch alle so gespielt wie ich, ja. Nicht, dass sie dann irgendwie Alex hier haben und dann dadurch was komplett anderes verlangt wird. Hier sind Betten für ein kleines Nickerchen. Ja, hier sind wie gesagt Kratzspuren unter dem... Moment! Ja, die Frage ist, ob ich ziehen kann.
Ups, heilen wollte ich jetzt nicht unbedingt. Dreieck darf ich nicht drücken. Dreieck ist heilen. Die Frage ist halt, ob ich ziehen kann. Vielleicht konnte ich ja schon vor Ewigkeiten ziehen. Ist halt so die Frage. Vielleicht muss ich jetzt wirklich irgendwie eine spezielle Taste oder so drücken. Unter dem Regal sind Ziehspuren. Das könnte wirklich echt sein. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Das funktioniert nicht. Ja, ich muss es ja auch ziehen. Kann ich das anvisieren? Anvisieren funktioniert auch nicht. Unter dem Regal, ja. Das ist ja... Blocken. Das ist rückwärts. Das ist langsam laufen. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Da hat ein Hund draußen gejault, Alter. War ich gerade voll in der Thematik drin hier. Nee. Also das ist das Einzige, was mir noch bleibt und es funktioniert nicht. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's mit der ersten Folge nach einer langen Pause wieder mal von Hard Edge. Ich werde jetzt nachgucken und werde dann mal echt, bin dann dementsprechend mal echt gespannt. Kann ich das dann, wenn ich die Klinge irgendwie ablegen könnte oder so, könnte ich es ja nochmal versuchen, aber so, Geheimcode-Karte... Codekarte B, Codekarte A, ja, ich habe überhaupt gar keinen Plan. In diesem Sinne muss ich mal nachschauen, ja. Fuck, ey. See ya.